Na, hier geht's nach nirgendwo, weil hier sind keine Gleise. Korrekt. Jetzt sind wir im Bye. Schweizer Dialekt. Lol. Hallo Minecraft. Hallihallö. Hi. Wir sind heute mal wieder in der alten Stadt, beziehungsweise in der eigentlichen Minecraft City. Wo alles angefangen hat. Genau. Ah, hier haben wir. Oh, da hat einer einen Block geklaut. Was? Das muss ein Enderman gewesen sein. Ja. Karten ersetzen. Nein, Ja, ich ich brauche könnte ihn auch Sauerstoff. ersetzen. Ich habe hier nämlich so ein. Ach so, wireless. Komisches Teil, aber das funktioniert nie. Also da hat mir Mavian einen Scheiß angedreht. Ja, ich habe es auch gerade versucht, aber hier in der Stadt, in dieser Stadt habe ich damit keine Verbindung, die habe ich hier nicht eingerichtet. Ja, hier hast du was eingerichtet, nämlich ein großes Holzlager. In der Tat. Das sind Fackeln. Hä? Warum sind da Fackeln drin? Weil dieses Bananenholz sich nicht sägen lässt, das gibt keine Planken. Ah, okay. Und damit ich hier nicht eine Lücke drin habe, habe ich ein Fass hingestellt und dann einfach nur eine Fackel reingemacht. Okay, hier gehen wir hoch mit einem Tomcraft Dings da Elevator. Jo. Jo. Hier kommt noch was rein? Oder ist das schon fertig soweit? Nee, es gibt noch eine Handvoll Hölzer, die ich noch nicht gezüchtet habe. Die kommen dann hier rein. Ich mache das quasi, wie es halt gerade anfällt, baue ich das aus. Aber ich gehe davon aus, dass ich hier nicht mehr viel Hölzer großartig noch dazukommen. Es sind ja auch schon eine ganze Menge. Ja, dementsprechend werde ich dann hier umbauen. Sobald ich sämtliche Hölzer habe, werde ich sehr wahrscheinlich hier noch das Glas wegmachen und dann vorne dran einen Balkon machen, während dann hier diese Seiten links und rechts jeweils dann Glas werden. Und dann werde ich eventuell noch die Hölzer ein bisschen nach Farben sortieren. Dann werde ich unten die neben Cobblestone, Diorit und den ganzen Kram noch Marble, auch die Grundsachen in den Fässer hinstellen, damit sich jeder bedienen kann und dann hier oben hauptsächlich die Hölzer haben, unten noch ein paar und sortiert nach Farben, schwarze, weiße, braune, rote, Ah, grüne. das ist gut. Ja. Gut, wir wollen heute. Zum einen möchte ich euch noch den Teleporter zeigen, weil Mephisto leider seine Folge nicht rausgebracht hat, in der er das gemacht hat. Da laufen wir jetzt mal flott hin. Immer schön auf den Wegen bleiben. Genau, nicht auf die Blumen treten. Genau. Rasen nicht betreten. So. Hier haben wir den Teleporter. Aber man merke hier diesen Holy Stone, da macht's bling, bling, Ja, bling. ich sehe schon hier. Cool. Da klicken wir uns mit Shift rein. Also draufstehen und dann Shift. Und dann gehen wir mal zum Digger. Achso, da muss man Shift halten und links klicken. Ja. Das ist eigentlich die Erleichterung, die du gemacht hast zu meinem Teleporter mit, wie heißt der? Mit dem Kommandoblock. Kommandoblock. Genau. Genau. Also Das ist geht. halt so eine Op-Funktion, Kommandoblöcke. Das ist halt keine Spielmechanik in dem Sinne. Genau. Die kann man nur als Admin benutzen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich schon Thaumcraft durch habe, das hier ist ein High-End-Tier Thaumcraft-Mechanik, dann kann man das auch ganz so schön so ein bisschen ausgebaut, bisschen hübsch in die Landschaft integriert. Und dann kann man dann sich ein bisschen über den Server teleportieren. Leider nicht über Dimensionen hinweg. Nur innerhalb einer Dimension, aber immerhin. Das erleichtert trotzdem schon einiges. So, und jetzt teleportieren wir. Ach, das war falsch. Also wenn ich hier rechts klicke, dann sind hier wohl die einzelnen die einzelnen Ziele aufgeführt. Destinations. Ja, genau. Shift. Und dann gehen wir mal in die moderne Stadt. Da haben wir nämlich ja auch den. Ach nee, falsch teleportiert. Modern City ist die 2. Und dann Shift. So. Ja. Jetzt sind wir da. Es lädt sich gerade noch ein bisschen langsam. Komm, mach hin. Ja. Moderne Stadt.
Hier haben wir ja die letzten Tage einiges gearbeitet. Meine Chunks laden gerade schlecht. Ah, jetzt ist da. Gut, hier habe ich ein halbes Hochhaus gebaut. Da fehlt die Hälfte. Ah, jetzt ist da. Das soll eigentlich bloß ein bisschen Platzfüller sein. Hier unten kommt vielleicht eine Lobby rein. Aber nach oben ist hier eigentlich nicht viel geplant. Außer ich entscheide mich noch um. So, ein, ja, zwei Büros irgendwelche oder Sachen so reinmachen, dass man an den Fenstern zumindest irgendwas sieht. Ja. Das könnte man dann noch machen. Ja. Und dann wollen wir euch aber... Hier unten ist ein Schäfchen. Bäh. Also das hier ist der Teleporter, den haben wir ja... haben wir Mavia und ich zusammen gebaut. Mhm. Ist ganz schön geworden. Ja. Ja, Bahnhof ist noch nicht so viel passiert. Können wir auch ganz kurz reingucken. Da habe ich so ein Info-Terminal mal gebaut. Mit hier... Bell. Hallo. Ich machte einen Zug nach nirgendwo in Mexiko. Das können sie haben, das können sie haben. Wo muss ich denn da einsteigen? Da hinten. Da? Ja. Na, hier geht's nach nirgendwo, weil hier sind keine Gleise. Korrekt. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir im Schweizer Dialekt. gut, und hier gibt's eine kleine Bäckerei. Hattest du eben gerade Hunger? Das war, bevor du dir das Brötchen gemacht hast. Ja. Ich habe erst hier gebaut und dann habe ich gedacht, oh, essen kann man auch mal wieder. Das Coole hieran ist, dass die gar nicht da hinten gibt es noch einen Block Luft, sondern dass die wirklich zu mir herankommen, wenn ich die rausziehe. Ja. So, und jetzt zeigen wir euch aber das Mega-Projekt, woran wir die letzten zwei Tage oder drei Tage gearbeitet haben. Samstagnachmittag waren wir ein bisschen von gestern. Samstag. Und ja, Samstag hauptsächlich. Und das ist das hier. Das seht ihr von hier ein bisschen. Seht ihr schon ein bisschen was, aber jetzt gehen wir mal richtig gucken. Wir kommen erstmal in einen ganz leisen Park. Sneaken. Damit wir hier nichts aufschrecken. So, jetzt ist vorbei. Jetzt können wir, können wir wieder laut sein. Ja, hier haben wir uns ein Schwimmbad gegönnt. Ja, nachdem es die ganze Zeit so heiß war. Ja, haben wir gedacht, jetzt brauchen wir ein Schwimmbad. Und das Problem ist nur, jetzt ist wieder kalt. Tja, dafür haben wir auch ein Hallenbad, nicht nur ein Außenbad, ein Freibad. Genau. Das war es als beheizt. Also die Kuppel war, oder der ja... Das Dach und so, das ganze Ding war ein bisschen aufwendig zu gestalten, vor allem auch hinten. Also hier hinten die ja, Struktur so hinzukriegen, dass es schön aussieht. Man sieht es ja schon so ein bisschen auf der Karte. Ja, da muss ich ein bisschen hochfliegen, dann seht ihr auf der Minimap rechts oben, wie das von außen aussieht. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Ist schön geworden. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Willst du mal vorgehen? Ja, natürlich. Ich hoffe mal, ich hoffe. Ja. So, hier kommen wir erstmal rein. Dann haben wir hier einen Haufen Stühle. Und Tische. Dann haben wir hier ein kleines Snackbar. Oh, dann geht's hier noch nach oben. Das ist alles abgeschottet vom eigentlichen Schwimmbad. Das heißt, man kommt von innen eigentlich hier gar nicht hin. Wir haben einen kleinen Kommandoraum. Kann man reingucken. Ja. Wo der Bademeister sitzt und die Leute anschreit, wenn sie ertrinken. Genau, weil der Weg so weit ist. Komm raus, du Sau! Hör auf zu atmen! Hör auf zu atmen! Hör auf zu atmen, genau. Ja. Und hier geht's dann rein. Hallöchen, ich hätte gern. Moment, ja, ja. Ich mag kurz hier was nicken. Da ist die Bar. Ja, habe ich mir vorher schon gekauft. Hier ist der Ticketschalter. Korrekt. Ich hätte gern eine Tageskarte.
Danke. Weiter, viel Spaß. Muss ich eigentlich nichts dafür bezahlen? Heute ist frei. Ah, cool. Gut, dann kommt man hier rein. Ah, hier. YouTuber-Rabatt. Richtungsanweiser. Employees only. Hilfe. Was wollen Sie hier? Nix, nix. Hier. Kriegst du die Eintrittskarte zurück. Hier haben wir, da darf ich nicht rein. Das ist nur für Damen. Korrekt. Hier ist Herren. Hier sind die Umkleidekabinen. Ich change mich mal, zieh mich gerade mal um. Warum bist du in der Familienumkleide? Was zu seiner Familienumkleide? Na, die ist größer wie alle anderen. Bist du so ausladend? Ja. Ja. Also hier umkleiden, alles schön hell und auch steril. Ah, das ist cool. Das ist richtig für dich, damit du nicht untergehst. Korrekt. So, und dann sind wir hier im Hallenbad drin. Da hier Lüftungsschächte. Da oben war der Bademeistersessel. Ja, hier haben wir erstmal für Mavia einen Nichtschwimmerbereich. Kommen Sie da raus. Nein, ich kann Sofort. schwimmen. Ich kann schwimmen. Gucken Sie zu, gucken Sie zu. Gucken Sie. Hallo, hallo. Blub, Ja, nee, Quatsch. Wir können ja wirklich schwimmen. Absolut. Ja, hier haben wir ein paar Liegen. Nein, Quatsch. Ich wollte jetzt nicht schlafen. Ja, mal einen kleinen Whirlpool. Ah, kann man richtig gut entspannen, nach draußen gucken. Da habe ich gerade einen kleinen Bug gefunden. Ein Bug. Ja, ich glaube, ich hatte mich in dieses Bett gelegt oder so. Bin raus und war dann hier. Oh ja, jetzt bist du draußen. Haha. Und ich rein. Und wir rein. So, jetzt gibt es den Bug nicht mehr, oder? Aus dem ist das Bett hier noch. Naja, das geht hier nicht, weil da ist ein Stuhl dazwischen, auf der anderen Seite. Aber Oder? die Betten hier von Carpenter sind schön, da ist man dir richtig unter der Decke. Ja, das ist richtig. Liegt man richtig so. Lü Nee, hier geht's nicht. Jetzt hänge ich in der Wand. Nein. Hallo. Au. Oh, lass mich hier raus. Hängst du auch fest? Ja. Verdammt. Aber ich kann mich teleportieren. Ich disconnecte mal schnell Flop. und guck mal, ob ich dann eventuell kriege ich gleich Schaden oder ich muss das Glas kaputt machen. Ah, Moment. Ah, ich setze mich auf den Stuhl und springe vom Stuhl runter. Okay, ich hab's Das ist geschafft. die einfachste Variante, ja. Jetzt habe ich keine Eintrittskarte mehr. Egal. Ab über den Zaun. So, hier haben wir ein paar Sprungbretter. Ich fange mal ganz unten an. Bombe! Kleine Sprungbrett für die kleinen Varunas. Na, 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 ja. Okay, jetzt steht es 1 zu 1. Ich habe mich gerade über die Familienumkleide lustig gemacht. Ja, hier ist der. Was ist das hier? 10 Meter Turm? Ja, ich glaube 7 Mindestens. Meter, oder? Ah, es ist 20 Meter. Ich hätte es eigentlich sogar noch höher gehabt, aber da ist man beim Springen an die Decke gekommen. Das tut dann so weh. Man hätte hier auch ey, du musst hinten warten. Du musst hinten warten. Und sagt der Bademeister da drüben was? Der ist gerade nicht da. Der ist auf Klo. Klo gibt's gar nicht. Oh, dann ist in der Bar was essen. Geronimo! Aua! Mit dem Kopf am Boden hängen geblieben. Ja, das ist hier, sind die Sprungbretter. Rückwärts. Ah. ja. Schwimmbad innen, Schwimmbad außen. Hier kann man Meter machen. Also es ist Sportbecken. Bisschen klein, aber passt schon. Oder es ist das Salzbecken. Hier haben wir noch ein Bäumchen. Ja. Also die Hauptattraktion ist drin. Eigentlich, aber es ist im Allen finde ich ganz gut gelungen, was wir da gebaut haben.
noch nie eine Giraffe abgeschossen. Versuch's, versuch's. Nee, nee, hab keine Lust. Ja. Ja, das war's hier von dem, was es hier Neues auf dem Server gibt, eigentlich schon. Achso, Ausgang. Ich muss mich hier nochmal umziehen. Zack, zack, zack. Lup. Fertig. So, und dann gehen wir hier. Hier fehlt eigentlich auch noch ein Ausgangsschild, oder? Und hier ist der Ausgang. So. Und die Tür ist hier geblockt. Ist eine Carpenter Store. Und dass man hier nicht einfach zum Ausgang wieder reinkommt. Genau, dass man immer schön vorne am Ticketmeister vorbei muss. Genau, und dann können wir uns hier noch hinsetzen, ein bisschen ausruhen. War ja ein langer Tag im Schwimmbad. Mhm. Ja. Halbe Nacht durchgeschwommen. Ja, mindestens. War Night Swimming. Mhm. Eis ja beleuchtet. Genau. Ja, das war's von dem kleinen Let's Show, was wir die letzten Tage gebaut haben. Die nächste Zeit wird sich hier in der modernen Stadt noch ein bisschen was tun. Ein bisschen. Wir sind beide sehr aktiv daran, hier die zu gestalten. Wir haben da Ideen. Genau. Ja, es entwickelt sich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye.